Liebe Kassettenfreunde, heute auf dem Tisch ein Yamaha KX330, was von 1990 bis 92 gebaut wurde. Damals kam das Gerät 500 D-Mark. Es ähnelt sehr dem KX300 oder dem KX480, was später gebaut wurde, was allerdings einen Einmesscomputer hat, und dem K500 oder KX530. Das K500, damals 82 bis 83 gebaut, allerdings ohne HX Pro und auch ohne dem Play-Trim-Regler. Es hat alles dran: Dolby BC, HX Pro, Aufnahmeregler, Balanceregler, BIOS voreinstellbar, und hier sind noch verschiedene Einstellungen möglich für den Timer. Es hat ein digitales Zählwerk mit einer Memory-Funktion, hat den Intro-Scan dran, der eben die Titel kurz anspielt und dann weiterspult. Ich fahre mal das ganze Gerät jetzt ab. Dazu hatte ich von CD eben etwas aufgenommen. Ja, zu der damaligen Zeit war das Gerät doch ganz ordentlich noch gebaut. Die späteren Geräte nach 95 sind natürlich von Yamaha nicht weiterentwickelt worden. Gut ist der Play-Trim-Regler, wo man auch alte Kassetten optimal wiedergeben kann. Ansonsten hat es einen hervorragenden Frequenzgang, hat auch einen Kopfhörerausgang. Ja, ein gutes Gerät mit einem Zwei-Motoren-Laufwerk, was eigentlich keinen Ärger macht. So, jetzt kann man mal das rückspulen. Das ist jetzt der Suchlauf mit der Pause und dann fängt es wieder an zu spielen. Der Frequenzgang ist bei Metall bis 18 Kilohertz, also vollkommen ausreichend. Und bei Chrom knapp darunter. Ja, das soll es für heute mal wieder gewesen sein, liebe Kassettenfreunde. Bis zum nächsten Mal.